Pause. Fährt ja gut an. Da will ich hin. Ja, genau, wie schon angekündigt, heute so ein bisschen zweigeteilter Vortrag, beziehungsweise zwei Vorträge, die aufeinander aufbauen. Daten visualisieren mit D3JS. Im ersten Teil jetzt von mir, Lukas, Daten visualisieren. Im zweiten Teil dann von Jonas mit D3JS. Kurz zu mir, das sind alles Begriffe, die das beschreiben könnten, was ich beruflich hier bei Zweitag mache. Ich finde das aber irgendwie doof, dass der Designberuf jetzt in so viele Gruppen unterteilt wird. Ich glaube, das ist alles nur darum, das zu standardisieren und uns die Kreativität wegzunehmen. Darum bevorzuge ich den Begriff Gestalter, weil im Endeffekt machen wir das halt. Ne? Wir denken irgendwie nach und bedienen uns visueller Mittel, um Probleme zu lösen. Und ich glaube, als Gestalter ist man auch ein bisschen frecher als Service Designer. Und manchmal ist das auch ganz gut, frech zu sein. Aber darum soll es nicht gehen. Es soll ja um Datenvisualisierung gehen. Da habe ich auch schon ab und zu mal was gemacht. Das ist mal ein schöneres Projekt, weil da wirklich mal Storytelling mit Daten auf interaktiven Displays an U-Bahn-Haltestellen betrieben wurde. Aber in erster Linie mache ich eher so langweiligen Kram, wo es halt wirklich darum geht, Designsysteme für Datenvisualisierung zu entwickeln, mit denen dann, wie in diesem Fall, ein Editorial-Team eben arbeiten kann oder, und da soll es heute darum gehen, im schlimmsten Fall der Endnutzer. Im schlimmsten Fall, das wird sich am Ende klären, warum das der schlimmste Fall ist. Ja, das habe ich schon gesehen, es waren letztes Mal nicht so viele Leute da. Schade, ich baue da so ein bisschen drauf auf, aber ich habe den Vortrag von Matthias nochmal zusammengefasst. Und zwar, wenn man Storytelling mit Daten machen möchte, dann braucht man ein Kenntnis von seinem Datensatz. Das hatte der Matthias beim letzten Mal. Er wusste, das sind seine Steam-Daten, die er hier zeigt. Er hat ein Erkenntnisinteresse. Er wollte irgendwie visualisieren, wie viel Zeit habe ich in welchem Spiel verbracht. Und als Autor der Datenvisualisierung hatte er eine Intention. Er wollte das in einem Vortrag zeigen, wie man die geeignete Visualisierung für seine Daten findet. Wenn man das weiß und noch andere Faktoren wie das Medium natürlich, dann fällt am Ende eine passende Visualisierung raus. Ja. Darum soll es heute nicht gehen, sondern auf dem Projekt standen wir ja vor diesem Problem. Wir hatten keine genaue Kenntnis des Datensatzes, das Erkenntnisinteresse des Nutzers. Ja, wir hatten irgendwie, wussten darüber Bescheid, was es so sein könnte, die verschiedenen Erkenntnisinteressen, die man so haben könnte, aber im Detail wissen wir es nicht. Und die Intention des Autors, naja, wir wollten es halt lesbar machen. Wie kann da am Ende eine passende Visualisierung rausfallen? Das heißt, im Endeffekt haben wir unsere eigene Charting-Library gebaut an dieser Stelle. Mich kurz das Szenario des Projekts, auf dem wir uns hier bewegen. Es ist ein IoT-Projekt, wo eben verschiedene Sensoren die verschiedensten Daten messen. Das können Lichtschranken sein, die irgendwelche Pakete, die da durchgehen, zählen oder Menschen, die da durchgehen. Das können Thermometer sein. Es kann irgendwie ein Wasserzähler sein. Also in dem sind da keine Grenzen gesetzt, was man damit erfassen kann. Dann werden diese Daten aggregiert auf einem Server und am Ende kommt dann der Nutzer auf diese Plattform und kann das Ganze visualisieren. Und da wissen wir halt auch nicht was. Wenn der eine die Temperatur erfasst, möchte er da irgendwas visualisieren. Wenn der andere eher Wasserdurchfluss an irgendeiner Mühle oder so erfasst, möchte er da eher Informationen zu haben. Das heißt, wir haben dem Ganzen auf dem Projekt so ein bisschen den Titel gegeben, Visualisieren bei Ahnungslosigkeit. Wie macht man das eigentlich? Und wir sind dann am Anfang hingegangen und haben gesagt, okay, wenn wir jetzt diese eigene Library fürs Charting entwickeln, dann steht halt die optische Lesbarkeit der Charts im Vordergrund. Wir müssen irgendwie ein visuelles System schaffen, was es dem Nutzer nachher ermöglicht, egal ob er sich jetzt einen Barchart, einen Linechart oder ein Kuchendiagramm macht, die Daten, die da drin sind, so gut wie möglich visuell zu erfassen. Ja, da jetzt drauf einzugehen, zwei große Komponenten. Das erste ist einmal die Schriftwahl. Wer vielleicht mich bei UXMS schon mal gesehen hat, weiß, dass ich über Schrift sehr, sehr lange und sehr, sehr gerne sprechen kann. Ich versuche mich heute kurz zu fassen. Und das andere ist die Farbwahl. Nun komme ich am Ende noch mit einem Anwendungsbeispiel. Für die, die jetzt hier wirklich konkret die verschiedenen Charttypen erwartet haben, die muss ich leider enttäuschen. Ihr könnt sich auf YouTube nochmal den Vortrag vom letzten Mal anschauen. Da ist das sehr, sehr gut erklärt worden, wann welcher Charttyp der richtige ist. Hier soll es jetzt echt eher um die Grundlagen gehen. Genau, fangen wir mit der Schriftwahl an. Schrift in Datenvisualisierung ist ja meistens die Achsenbeschriftung und die Legende. Das heißt, es hat eine untergeordnete Rolle unter dem, was in meinem Koordinatensystem visuell noch so stattfindet.
Das heißt, wir setzen sie klein. Also die erste Anforderung, wir müssen eine Schrift auswählen, die in kleinen Graden gut lesbar ist. Dann wollen wir was, was eben platzsparend ist. Und im besten Fall wollen wir Tabellenziffern haben. Ja, gut lesbar in kleinen Graden. Wie wählen wir da die richtige Schrift aus? Das erste Auswahlkriterium ist der Strichstärkenkontrast. Der bezeichnet nämlich hier das Verhältnis zwischen den dicken vertikalen Linien und den dünnen horizontalen Linien. Den sehen wir hier bei der Dido schon, der ist sehr hoch. Bei der Tiempos da links sehen wir, der ist nicht so hoch. Sieht natürlich sehr elegant aus, rechts die Schrift. Jetzt hier uns das weich gezeichnete und auch unten die Pixelvorschau anschauen. Dann sehen wir natürlich in kleinen Graden droht das einfach wegzubrechen. Das behindert dann die Lesbarkeit. Das heißt, auch wenn Bodoni irgendwie die Brandfont ist, wo ihr das, die Datenvisualisierung für baut, als Achsenbeschriftung besser nicht einsetzen. Nächster Aspekt bei der Schriftauswahl ist die Mittelhöhe. Die bezeichnet die Größe der Kleinbuchstaben im Verhältnis zu den Großbuchstaben. Und weil wir im lateinischen Alphabet vieles kleinschreiben, das meiste sogar kleinschreiben, es sei denn, wir setzen alles in Großbuchstaben, ist ja der meiste Text, den wir haben, der nicht Ziffern ist, Kleinbuchstaben. Das heißt, wenn wir hier zum Beispiel links die Avenir nehmen, eine Schrift, bei der die Kleinbuchstaben um 16% größer sind als bei der Brandon Grotesque da auf der rechten Seite, dann haben wir quasi gratis ein größeres Schriftbild bekommen, weil die meisten Buchstaben, die wir setzen, sind ja eh Kleinbuchstaben und bei 10 Punkt Größe wirkt die Avenir dann viel größer und ist viel besser lesbar für den Betrachter. Ja, das nächste sind die offenen Formen. Wenn man hier links sieht, man kann die Ausläufe von Buchstaben auf zwei verschiedene Arten gestalten. Man kann die wie bei der Helvetica sehr geschlossen gestalten, also es wirkt wie so in die Form gebogen, da bewegt sich nichts mehr. Oder man kann sich wie bei der Apeltje an der Kalligraphie bedienen und die Form ein bisschen offener gestalten. Bei kleinen Größen hat das auch wieder Auswirkung. Bei der ersten Weichzeichnungsstufe noch nicht. Die zweite sieht man jetzt über den Beamer so gar nicht mehr, aber okay, die geschlossenen Formen drohen halt dann einfach irgendwann ineinander zu laufen. Also man kann sich das gut vorstellen aus diesem C, wenn es sehr klein ist und man guckt nicht so genau hin, kann da auch mal ein O draus werden. Wir können jetzt von erfahrenen Lesern ausgehen bei den Datenvisualisierungen. Das ist jetzt auch nicht so, dass man das dann nicht mehr lesen kann, aber es ist halt einfach ein höherer Aufwand, das visuell zu erfassen und ist nicht mehr so leicht wahrnehmbar. Wie eben auf der rechten Seite die offenen Formen, wo wir hier sehen, die bleiben einfach viel länger stehen. Und mit ein bisschen Fantasie kann ich hier auch noch ein E erahnen, was ich da rechts nicht mehr, links nicht mehr könnte. Da ist einfach nur noch dieser Farbblock. Das gleiche gilt für eindeutige Formen. Also es gibt da so ein paar Buchstabenkandidaten wie das große I, das kleine L. In ganz schlimmen Schriften ist die 1 auch nur so ein Strich. Wenn ich das dann so nebeneinander stelle, naja, als geübter Leser kenne ich das Wort trotzdem. Aber der kognitive Aufwand, das zu entziffern, ist doch trotzdem höher als bei einer anderen Schrift, wo die verschiedenen Buchstaben einfach durch eindeutige Formen voneinander getrennt sind. Ja, bei kleinen Graden ist eben die Spationierung auch noch sehr wichtig. Das bezeichnet den Abstand zwischen den einzelnen Buchstaben. Hier mal an der gleichen Schrift visualisiert. Also links sind die Buchstaben einfach viel enger beieinander, rechts sind sie ein bisschen luftiger. Wenn wir uns das Ganze jetzt mit der Weichzeichnung wieder anschauen, um eben eine kleine Schrift zu simulieren, dann sehen wir im linken Beispiel, die Buchstaben drohen schon ineinander zu laufen. Die Lesbarkeit wird dadurch eingeschränkt. Im rechten Beispiel, jeder Buchstabe ist nur wirklich für sich einzeln zu erkennen und das Wort kann noch problemlos entziffert werden, auch in kleinen Graden. Ja, wenn man jetzt vor so einer Schrift steht, man möchte die verwenden und dann haben wir jetzt gerade gehört, ja, die muss irgendwie genug Spationierung haben. Wie beurteilen wir das Ganze denn? Also mit Augenmaß auf der einen Seite, einfach mal in so eine Legende reinpacken und dann gucken, kann ich das noch gut lesen? Also da wirklich auf das eigene Auge sich verlassen, je nach Medium, wenn es für digitale Visualisierung geht, auch auf verschiedenen Bildschirmen mal angucken. Wir sind hier mit den MacBooks ein bisschen verwöhnt, mit dem Retina-Display sagen, ja, super lesbar. Sind wir beim Kunden vor Ort, Windows 72 dpi, zum Glück keine Röhre mehr, aber dann denkst du dir, oh Gott, was haben wir mit der Schrift da gemacht? Wenn man das mit dem Augenmaß gut beurteilt hat, kann man bei einem Designprogramm wie Illustrator oder Sketch hingehen und mal ganz groß eine Reihe Ends nebeneinander stellen und dann misst man einfach mal nach. Und wenn der Abstand innerhalb des Ends zwischen den beiden Strichen
den merkt man sich, und wenn der Abstand zwischen den beiden Ns dann ungefähr 2/3 des Abstands in dem N entspricht, dann weiß man, ah, da hat der Schriftgestalter das so angelegt, dass die für kleine Gerade auch optimiert ist. Wenn man jetzt eine Posterschrift hätte, die man wirklich groß setzen will und Platzsparen setzen will, dann reden wir da irgendwie über Faktor 0,5 oder 0,4, was da ein Abstand zwischen ist. Wenn man jetzt irgendwie merkt, ja, wir müssen hier die Brandfont verwenden und die ist jetzt nicht so optimal von der Spationierung, was machen wir denn da? Man kann immer noch nachhelfen. CSS, Property Letter Spacing, kann man noch ein bisschen was draufgeben. Auch das muss man nach dem Augenmaß machen. Aber generell ist so die Faustregel, je kleiner eben die Font-Size, die ich setze, desto eher sollte ich drüber nachdenken, das Letter Spacing positiv zu erhöhen, um da eben die Lesbarkeit sicherzustellen. Es gilt natürlich auch am anderen Ende des Spektrums, wenn ich eine sehr, sehr große Schrift habe und ich habe da eine Schrift, die wirklich eher fürs kleine Lesen eingesetzt ist, dann will ich die ein bisschen enger laufen lassen, damit ich nicht diese riesen Abstände habe. Aber ich glaube, in den meisten Datenvisualisierungen arbeiten wir nicht mit 72 Punkt, vielleicht für einen Titel. In Datenvisualisierung, die Schrift muss lesbar sein, aber wie schon angekündigt, sie spielt eher eine untergeordnete Rolle unter dem Inhalt der eigentlichen Visualisierung. Das heißt, mit einer schmalen Schrift könnte man auch noch mal Platz sparen. Wenn es hier den Vergleich zwischen Frutiger, kennt man von der Post oder wenn man in Paris am Flughafen war, die hat man schon mal gesehen, und darunter die Meter, das gleiche Wort in der gleichen Größe. Wir sehen hier, die Meter spart quasi fast einen ganzen Buchstaben in der Länge ein. Ist natürlich super, dann habe ich mehr Platz für die Visualisierung, weil die Schrift braucht ja weniger Platz. Das ist aber auch kein Allheilmittel, weil wie wir eben gesehen haben, in kleinen Graden soll die Schrift ja ein bisschen weiter laufen. Und das gilt halt auch für die Buchstaben. Also es gibt so alte, schöne Buchschriften noch, wo dann wirklich im Blei für jede Größe ein eigener Satz gemacht wurde, geschnitten wurde, nicht so wie heute, wo man die gleiche Vektorform einfach kleiner zieht. Und da hat man eben auch die Schriften, die dann für 8 Punkt, für 6 Punkt sogar gemacht worden sind, die haben auch ein bisschen weitere Buchstaben. Also man muss da, wenn man Platz sparen möchte mit einer schmalen Schrift, jetzt bitte nicht irgendwie zur Roboto Condensed greifen und sagen, hurra, 8 Punkt Condensed oder irgendeine Posterschrift, ja, spart super Platz. Kann halt auch keiner mehr lesen am Ende. Also muss man so ein bisschen den Mittelweg finden. Es muss jetzt nicht die super weite Schrift sein. Wenn man eine Schrift hat mit sehr offenen Formen, die sehr schmal läuft, kann das noch sehr gut funktionieren. Ja, kommen wir zu funktionalen Anforderungen an die Schrift. Neben den ästhetischen wäre es für Datenvisualisierung natürlich super, wenn wir Tabellenziffern haben. Das sind Tabellenziffern, das sind quasi Ziffern, die monospaced sind, die ich alle so untereinander stellen kann. Wir sehen hier von der 1 bis zur 9 und zur 0 am Ende, die passen alle in das gleiche Raster. Und oben haben wir eben normale Medievalziffern, die man im Fließtext verwenden würde. Das ist natürlich nicht so geeignet für eine Datenvisualisierung, weil, wie setzen wir da die Ziffern ein? In der Regel beschriften wir Achsen damit. Und wenn wir da Tabellenziffern haben, die wir halt schön rechtsbündig ausgerichtet haben, dann steht halt wirklich immer Ziffer unter Ziffer. Und auch hier der Tausenderpunkt ist immer an der gleichen Stelle. Das ist ein kleines Detail, es hilft aber optisch dem Auge einfach, diese Achse viel leichter zu folgen. Ja, gute Schriften. Und auch viele von Google Fonts, enthalten tabellarische Ziffern. Kann das einfach ausprobieren, indem man mehrere Zahlen untereinander schreibt in Sketch, in Illustrator. Und wenn man schon sieht, die stehen wirklich sauber untereinander, dann hat man Glück. Dann hat die Schrift von Haus aus Tabellenziffern als Standardzifferansatz. Wenn man jetzt mit der Brandfont arbeiten muss und die hat das von Haus aus nicht und es ist eine gute Schrift, dann hat sie meistens ein Open-Type-Feature, in dem dann die tabellarischen Ziffern angelegt sind. An das kommt man über CSS in dieser Form ran. Also das obere für alle Browser, die das unterstützen. Das untere ist jetzt neu. Dann muss man sich dieses T-Num nicht merken. Das untere ist ja ein bisschen sprechender. Ja, so viel. Eine kleine Abriss zu Schrift. Kommen wir zur Farbwahl. Eigentlich so das größte Thema bei der Datenvisualisierung, weil sobald man mehr als irgendwie nur eine einzelne Variable zeigen möchte in seinen Visualisierungen, muss man die ja visuell irgendwie auseinanderhalten. Das könnten wir jetzt über Muster machen, über Formen, aber da ist das Repertoire ja sehr begrenzt, also ist Farbe da eigentlich immer so die erste Adresse, an die man sich wenden kann. Es gibt ja auch so viele Farben, da können wir eigentlich unendlich viel mit visualisieren. Auch hier Farben, da nehmen wir nicht irgendwelche.
Da gibt es auch drei verschiedene Anforderungen, die man an so ein Farbschema haben kann. Und das erste, von dem ich jetzt erzählen möchte, ist eben das sequentielle Farbschema. Und das sequentielle Farbschema wird eben dann in Datenvisualisierung eingesetzt, wenn wir eine Variable zeigen wollen und da aber Ausprägungen von hoch nach niedrig oder von niedrig nach hoch, wie rum auch immer. Klassisches Beispiel wäre jetzt irgendwie so eine Karte, auf der man, weiß ich nicht, das Bruttoinlandsprodukt der einzelnen Länder in Kategorien zeigen möchte oder so eine Spektralanalyse wie hier rechts. Ja, sequentielle Farben auswählen, das klingt jetzt erstmal einfach, ist es aber leider so gar nicht. Die erste Idee wäre eigentlich, ja, ich brauche ja irgendwie nur eine Grundfarbe und die gucke ich mir in verschiedenen Helligkeitsabstufungen an. Da denke ich mir, super, das kann ich machen, weil in den meisten Designprogrammen habe ich neben RGB, wo ich meine Farben drin angeben kann, noch immer so ein Farbmodell wie HSB oder HSV, wo dann eben das B oder das V für die Brightness- oder Value-Komponente der Farbe stehen würde, also einfach einen Helligkeitswert angibt. Würde ich mir jetzt denken, super, ich mache das hier wie bei den Graustufen, die haben alle keine Sättigung, das ist das S bei den Farbmodellen. Und ich gehe jetzt einfach linear diese Brightness-Skala immer nach oben. Das funktioniert für Schwarz-Weiß. Jetzt haben wir bei Farben das Problem, und ich hoffe, der Beamer macht mir da keinen Strich durch die Rechnung. Wenn wir das Ganze jetzt bei Farben auch so anwenden, haben wir das Problem, dass dieses Farbmodell halt so relativ wenig mit der menschlichen Wahrnehmung zu tun hat. Also ich hoffe, ihr geht das jetzt mit, dass ich das jetzt nicht nur behaupte. Wir sehen hier von der ersten zur zweiten Farbe relativ großer Helligkeitsschritt. Zweite zur dritte Farbe, ja, auch noch ein akzeptabler Schritt. Dritte zur vierte, na, da ist irgendwie gar nicht so ein Schritt zwischen. Und dann vierte zu fünfte wieder ein großer und am Ende auch. Das Ganze hat den Hintergrund, dass eben die gängigen Farbmodelle Farben physikalisch abbilden. Die gehen sogar noch weiter und bilden Farben in Abhängigkeit des erzeugenden Mediums ab. Also wenn wir über RGB reden oder hier über HSV, ich meine nicht den Hamburger Sportverein, werde ich das andere nehmen sollen, egal. Die beziehen sich immer darauf, wie Farben am Bildschirm eben generiert werden. Und das Ganze machen sie dann auch noch physikalisch, indem sie irgendwie sagen, wir wollen schön damit rechnen können mit diesen Farben und bilden das jetzt wie hier in diesem Kegel ab, weil das ist eine relativ einfache geometrische Form, der man mit Formeln eben recht einfach Herr werden kann, um da Koordinaten drin zu bestimmen in dieser Form. Das Problem bei dieser physikalischen Abbildung von Farben ist, dass sie halt die menschliche Wahrnehmung nicht berücksichtigt. Das heißt, hier jetzt mal eine kleine Abstimmung. Welche von beiden Farben ist heller? Jetzt nur von der Wahrnehmung. Wer ist für die linke Farbe? Wer ist für die rechte Farbe? Ja, super. Edgy Badgy. Reingefallen. Ja, also nach dem HSB- oder HSV-Modell sind die gleich hell. Wir haben halt unten die beiden Farben angegeben in diesem Farbmodell. Und das erste, das H, ist eben der, ich nochmal zurückgehe, bezeichnet eben den Winkel hier im Farbkreis, also in welchem Farbton handelt es sich. S bezeichnet den Radius, also die Sättigung, haben wir ein kräftiges Rot oder ein blasses Rot. Und dann B oder V eben die Helligkeit. Wie wir hier sehen, die unterscheiden sich eigentlich nur in ihrem Farbwinkel. Das eine ist ein Blau, das andere ist ein Türkis. Die sind ja eigentlich gleich hell. Physikalisch gesehen, ja, das mag stimmen. Das heißt aber, auf dieses Farbmodell können wir uns nicht verlassen, wenn wir Farben für Datenvisualisierung generieren wollen. Um das zu beweisen, habe ich jetzt mit Hilfe eines anderen Farbmodells, das mal in Graustufen konvertiert, sind die gleichen Farben, nur eben schwarz-weiß. Und man sieht, was ihr auch alle abgestimmt habt, die rechte Farbe ist in der Wahrnehmung die hellere. Das heißt, um ein sequentielles Farbschema entwickeln zu können, brauchen wir ein perzeptives Farbmodell, wenn wir das wirklich automatisiert machen wollen, weil vielleicht kommen ja nochmal Farben dazu. Klar, wir könnten jetzt hingehen und sagen, das sind jetzt die fünf, die brauchen wir. Hat aber irgendwer eine Skala, wo er sieben verschiedene Ausprägungen visualisieren möchte. Da wollen wir irgendwie eine Logik haben, dass wir da einfach dynamisch noch Farben nachgenerieren können. Ja, perzeptive Farbmodelle. Ich versuche es mal, ohne das hier zu lang werden zu lassen. Das sind Farbmodelle, die eben unabhängig vom Erzeugungsmedium der Farbe eine Farbe beschreiben.
Das bekannteste Beispiel ist dieses C-Lab, was eben vom Internationalen Beleuchtungskomitee entwickelt wurde. Die heißen wirklich so. Und die haben nämlich, als sie dieses Farbmodell entwickelt haben, noch den Normalbetrachter, den ich auch gerne mal kennenlernen würde, damit einbezogen. Und haben eben einen Farbraum entwickelt, der die menschliche Wahrnehmung berücksichtigt. Der besteht auch, wie die anderen, aus drei Komponenten. Das L beschreibt eben wieder die Helligkeit. Dann haben wir zwei Farbkomponenten, einmal die A-Komponente, die das Spektrum rot nach grün beschreibt, und einmal die B-Komponente, die das Spektrum blau nach gelb beschreibt. Das Problem an diesem Farbmodell ist, dadurch, dass es die menschliche Wahrnehmung mit einbezieht, die nicht linear ist und auch nicht so einem schönen Kegel entspricht, es ist unglaublich schwer, damit zu rechnen. Weil wenn wir uns das jetzt im 3D-Raum vorstellen, das ist nicht irgendwie so ein schöner Kegel, das ist eine Amöbe, die da irgendwie rumwabert. Darum sind findige Leute auf die Idee gekommen, mit dem HCL-Farbmodell das Ganze dann wieder auf einen Kegel zu projizieren. Und damit kann man dann rechnen. Aber keine Sorge, das muss man auch nicht selber machen. Da gibt es mit Chroma.js zum Glück eine JavaScript-Library, die uns da unterstützt. Also in dem Fall geben wir einfach ein Weiß und ein Rot in diese Library rein, sagen, wir möchten im HCL-Farbraum rechnen. Wir möchten die Interpolation, die genau auf der halben Stelle zwischen diesen beiden Farben ist. Und davon möchten wir jetzt den Hexwert haben, weil den können wir dann nachher an D3 übergeben und da schön unsere Daten mit visualisieren. Und damit ihr mir auch glaubt, sehen wir oben nochmal das Farbschema, was wir eben mit dem physikalischen Farbmodell automatisch errechnet haben. Und unten sehen wir nochmal das, was wir mit dem perzeptiven Farbmodell errechnet haben. Und das ist einfach, möchte nicht sagen schöner, aber es wirkt gleichmäßiger. Gut, haben wir das erste Farbschema geklärt. Kommen wir zu dem nächsten Farbschema, was wir für unsere eigene Charting-Library brauchten. Und das ist ein divergierendes Farbschema. Ist relativ ähnlich, aber ist quasi ein sequentielles, oder es sind zwei sequentielle Farbschemata, die um einen Mittelpunkt sich bewegen. Ein Beispiel wäre diese Art der Visualisierung, wenn wir irgendwie eine kritische Nulllinie haben, die wir mit einbeziehen möchten in die Visualisierung unserer Daten. Oder in den USA hat man das auch häufiger. Da gibt es ja eh nur zwei Parteien, wenn dann Wahlergebnisse visualisiert werden. Wo waren die Demokraten stärker, wo die Republikaner? Kann man auch mit einem divergierenden Farbschema an der Stelle schön arbeiten. Jetzt haben wir ja eigentlich geklärt, wie man sequentielle Dinger macht. Und wir brauchen jetzt nur zwei davon um den Mittelpunkt. Das klingt ja jetzt wirklich einfach, oder? Aber auch hier gibt es einen Stolperstein. Und der Stolperstein ist, wenn wir wirklich Datenvisualisierung schaffen wollen, die inklusiv sind in einem visuellen Sinne, da müssen wir einen Aspekt wie defizitäre Farbwahrnehmung auch berücksichtigen. Also wenn wir uns ein bisschen zurückerinnern an den Bio-Unterricht, man hat ja so die Stäbchen und die Zapfen im Auge als Rezeptoren für Licht. Die Zapfen sind eben für die Farbwahrnehmung da, von denen haben wir drei verschiedene. Einen, der eher das rote Spektrum wahrnimmt, einen, der eher das grüne Spektrum wahrnimmt und einen, der eher das blaue Spektrum wahrnimmt. Das wird ans Gehirn weitergegeben und je nachdem, welcher Rezeptor wie viel Input liefert, sagt das Gehirn dann, das ist grün oder das ist rot oder das ist gelb. Jetzt gibt es aber, und das ist ans Geschlechtschromosom gekoppelt, darum tritt das bei biologisch männlichem Geschlecht häufiger auf, gibt es eben Defizite an diesen verschiedenen Zapfen. Und wir sehen hier zum Beispiel, wenn der Rezeptor für grün eben eine Anomalie aufweist, was bei 5% aller Männer der Fall ist. Also rein statistisch gesehen müsste hier auch jemand sein mit defizitären Farbsehen, ohne es sich jetzt hier muss nicht aufzeigen oder so. Aber es ist halt gar nicht so selten, wie man denkt. Das heißt, wir müssen da eben auch ein Farbschema schaffen, was das berücksichtigt und da noch wahrgenommen werden kann. Das heißt, der erste Kandidat, an dem man so denken würde für divergierende Farbschemen, grün-rot, der ist halt raus. Wenn wir zurückgehen, Grünrezeptor ist sogar die häufigste Anomalie, die es gibt. Rot-Grün-Blindheit ist ja auch ein geflügelter Begriff. Das heißt, für jemanden, der dieses Farbdefizit aufweist, haben wir das hier rechts mal für Normalsichtige simuliert. Er sieht halt dieses schöne W, was in dem Kreis drin ist, nicht mehr. Das heißt, diese Farben sind raus.
Um uns da zu unterstützen, gibt es aber für den Mac mit dem Tool SimDaltonism eben auch so ein Fenster. Das kann man sich dann über das, was man designt hat, einfach drüber ziehen. Kann oben im Menü einstellen, welches defizitäre Farbsehen man jetzt simulieren möchte. Und kann das eigene Farbschema dann so gut überprüfen. Was man dann für ein divergierendes Farbschema eben auch macht. Man wählt dann Farben aus und dann ist es halt echt so, Trial and Error. Man hat die Basisfarben, interpoliert die um den Mittelpunkt und dann haben wir uns in dem Fall eben so angenähert, haben gesagt, okay, das Blau haben wir schon, wir brauchen was, was damit irgendwie funktionieren kann, sind dann aufs Rot gekommen, haben da eben für die drei verschiedenen defizitären Farbsehen, die es geben kann, das Ganze überprüft. Ja, in allen dreien ist das noch gut genug voneinander zu unterscheiden, waren dann glücklich damit. Bis wir dann festgestellt haben, Mist, im westlichen Kulturkreis Rot hat ja immer irgendwie eine negative Bedeutung. Mussten wir nochmal ran, mussten dann mit Grün, so leicht Türkis, Orange, noch eine neutrale Variante des Farbschemas definieren. Für den Fall, dass jemand eben nicht irgendwie an, aus, gut, böse visualisieren möchte, sondern andere Daten damit. Aber auch das Ganze kann man dann, wenn man die Grundfarben einmal hat, wieder schön mit Chroma.js sich interpolieren lassen. Und sagt halt einfach hier in dem Fall, Farbe 1 wäre jetzt das Blau. Dann definieren wir einen Mittelpunkt. In der Regel nimmt man da Weiß, dass man halt einmal die Skala hat, die von der einen Seite auf eine sehr blasse Farbe zuläuft und dann die Skala, die von der anderen Seite auf eine sehr blasse Farbe zuläuft. Und so kann man sich dann dieses Farbschema interpolieren. Ja, kommen wir zum kategoriellen Farbschema, so ein bisschen die Königsdisziplin unter den Farbschemata, was vielleicht auch so das ist, was die meisten im Kopf haben, wenn man irgendwie sagt, wir müssen Farben definieren für Datenvisualisierung, denn kategorielle Farben grenzen Variablen voneinander ab. Also das klassische Beispiel, ich habe ein Liniendiagramm mit 4 Linien drin, dann brauche ich 4 verschiedene Farben. Ich habe ein Kuchendiagramm mit 12 verschiedenen Einträgen, dann brauche ich 12 verschiedene Farben. Kategorielle Farben auswählen klingt, ich lasse das einfach, ich bin jetzt an dem Punkt, dass Farben irgendwie gar nicht mehr einfach klingen für mich. Wie ist hier der Ansatz, um das zu machen? Auch hier können wir uns wieder dem HCL-Farbraum bedienen und dann erstmal 6 Farben grob festlegen. Da gibt es hier auch wieder so ein schönes Tool, was mir diesen Farbraum eben visualisiert und mich eine Linie drüber legen lässt. Dann kann ich sagen, wie viele Farben ich denn haben möchte entlang dieser Linie und in gleichen Abständen holt das Tool dann für mich die Farben aus diesem Farbraum raus. Und weil HCL eben ein perzeptives Farbmodell ist, weiß ich, dass wirklich in diesem Graphen der gleiche Abstand von den Farbpunkten auch dem gleichen visuellen Abstand der Farben zueinander entspricht. Hier sieht man eben auch, dass es ein perzeptives Farbmodell ist, weil wenn es jetzt physikalisch wäre, wäre dieses Rechteck halt voll. Aber da zwischen Blau und Lila gibt es halt einfach keine wahrnehmbaren Farben mehr in diesem Modell, darum franzt das da so aus, weil wie gesagt dieses C-Lab-Farbmodell einfach projiziert wurde auf eine Form, mit der man einfacher rechnen kann. Das ist der erste Schritt, dann nimmt man diese Farben, jetzt macht der Beamer mir ja doch einen Strich durch die Rechnung, naja, und passt die händisch nochmal an, weil irgendwie so ein Rot, haben wir eben schon gesehen, hatten wir schon in unserem Farbschema bei den divergierenden Farben. So ein Blau hatten wir bei den sequentiellen, so ein Gelb war auch schon mal dabei, dann passt man das Ganze an. Da ist dann so ein bisschen das Auge auch gefragt, weil es soll natürlich funktionieren an erster Stelle, aber wenn es auch noch irgendwie hübsch anzugucken ist, hat das ja auch nochmal einen Mehrwert, der über die Funktion hinausgeht. Und was dann bei einem kategoriellen Farbschema eigentlich das Entscheidende ist, also klar, man muss gute Farben wählen in der Grundlage, aber das Wichtigste hier ist eigentlich die Reihenfolge, die muss man mitdefinieren im Farbschema. Wenn wir es jetzt einfach so lassen würden, wie wir es aus unserem Spektrum rausbekommen haben, dann sehen wir schon hier relativ unglücklich, wir haben irgendwie so ein Rot und so ein Lila nebeneinander stehen, wir haben ein Blau und ein Türkis nebeneinander stehen und dann kommt ein Grün. Das sind Farben, die, wenn sie nebeneinander stehen, immer noch ein hohes Verwechslungspotenzial haben. Das heißt, wir müssen dann eben hingehen und die Farben so umsortieren, dass wir eine Reihenfolge in unser Farbschema bringen, dass immer möglichst gut voneinander zu unterscheidende Farben nebeneinander stehen. Dann können wir zumindest für Kuchendiagramme und Balkendiagramme schon mal sicherstellen, dass wir da die einzelnen Einträge gut voneinander abgrenzen können. Liniendiagramme sind immer noch so eine Sache, aber da komme ich gleich gesondert nochmal zu.
Ja, dann nimmt man wieder unser schönes Tool zur Hand und prüft das auch nochmal für die verschiedenen Farbblindheiten, die es eben geben kann. Was wir hier relativ schön sehen, ist halt eben nochmal der Aspekt der Reihenfolge. Man wird im Bereich von 6 Farben auch definitiv nichts mehr finden können, wo man sagt, das sind jetzt alles Farben, die für jemanden mit nicht normaler Farbsichtigkeit noch komplett voneinander zu unterscheiden sind. Also wir sehen oben das Gelb und das Grün, die laufen beide irgendwie in so ein Gelb zusammen, in der Mitte auch. Und unten eben das Blau und das Türkis, die laufen da in eine ziemlich ähnliche Farbe zusammen. Und ab hier ist es dann ein händischer Prozess. Ab hier wiederholt man diesen Prozess, wendet die Farben auch mal auf Datenvisualisierung an, die wir dann zu dem Zeitpunkt, wo wir mit D3 auch schon so weit waren, dass wir Sachen visualisieren konnten, hatten und überprüft das Ganze und überprüft es immer wieder. In dem Wissen, dass man die perfekte Lösung nicht finden wird, aber wenn man was hat, was die gängigsten Visualisierungen gut abbildet, dann kann man eigentlich schon relativ zufrieden sein. In unserem Fall mussten wir die Farben dann sogar noch verdoppeln, weil wirklich die Anforderung da war, naja, wir haben schon regelmäßig Leute, die mehr als 6 Sachen visualisieren, wo wir immer gesagt haben, ja, 6, da muss eigentlich irgendwie Schluss sein, weil dann gibt das Spektrum irgendwann nicht mehr her, was wir voneinander unterscheiden können. Wir haben uns dann dazu entschieden, dass wir einfach mit den blassen Varianten unserer 6 Farben noch arbeiten. Es ist nicht die optimale Lösung, aber man würde noch ein Kreisdiagramm hinbekommen mit 6 Farbflächen, die eindeutig voneinander zu unterscheiden sind, rein optisch. Über den Aussagegehalt dieser Visualisierung kann man sich streiten. Und bei diesen blassen Farben muss man natürlich auch aufpassen, eine ausgeblasste Farbe, die woanders nochmal in ihrer vollen Sättigung steht, kann natürlich auch immer eine Bedeutung implizieren. Das eine ist irgendwie die aktive Kategorie davon und das ist jetzt aus. Und irgendwann haben wir uns davon auch verabschiedet und haben dann angefangen, diese blassen Farben für Vergleichszeiträume einzusetzen. Dass wir eben sagen, okay, ich gucke mir die Daten jetzt einmal für heute an und einmal für gestern. Habe ich den gelben Balken für heute und den blassen gelben Balken für gestern, weil es einfach naheliegend war. Weil wir gesagt haben, okay, sowas hier, das ist ein Diagramm, das möchtest du dir als Nutzer eigentlich auch nicht erstellen. Ja, kommen wir zum Anwendungsbeispiel. So sahen die Diagramme auf dem Projekt aus, bevor wir angefangen haben. Hat schon jemand die zweite Linie entdeckt? Ja, also man sieht hier irgendwie die Achsenbeschriftung gekippt. Ja, da war jemand mit sehr großer mathematischer Korrektheit am Werk, weil natürlich wirklich jeder Zeitpunkt in einem 6-Stunden-Rhythmus da ausgezeichnet ist. Ob man das wirklich machen muss, ist die Frage. Und nachdem wir unsere Prinzipien dann, konnte leider den gleichen Datensatz nicht mehr finden von der ersten Visualisierung, darum sehen die Linien jetzt ein bisschen anders aus. Nachdem wir dann das angewendet haben, was wir gerade besprochen haben, sah es dann so aus. Also durch das Farbschema haben wir die Einträge schön voneinander getrennt. Wir haben die Achse aus tabellarischen Ziffern gesetzt, die ist ein bisschen, man kann ihr ein bisschen einfacher folgen. Wir haben uns dazu entschieden, auch auf der X-Achse weniger zu zeigen. Gott, oh Gott, war das eine Diskussion. Aber man, also ist wirklich die Frage, muss ich jede 6 Stunden ausgezeichnet haben oder reicht es? Ich weiß so grob, in welchem Range ich mich bewege. Weil wenn wir über interaktive Datenvisualisierung reden, gibt es ja auch immer noch den Tooltip. Da nehme ich die Maus, hover da mal rein und kriege dann im Zweifel so den exakten Zeitpunkt raus. Wenn man es jetzt drucken will und dann wirklich keine Interaktivität mehr hat, kann man auch über so eine andere Achse nachdenken, eventuell unter Umständen. Ich möchte jetzt nicht sagen, macht alle eure Achsen so. Aber ja. Visualisieren bei Ahnungslosigkeit bedeutet in unserem Fall aber auch, wir haben keine Kontrolle über die Sinnhaftigkeit der Visualisierung, die Nutzer mit den Vorlagen bauen. Also ich habe auf anderen Projekten sowas schon mal gemacht, da waren die Vorlagen dann für ein journalistisches Team. Das war eigentlich immer ganz schön, weil das waren dann so Leute wie der Matthias, der hier letztes Mal gesprochen hat, die wussten, wann man welchen Chart nimmt, wie man Sachen visualisiert. Und da wusste man, okay, wir haben euch jetzt die Vorlagen gebaut, die sind bei euch in guten Händen. Wir haben es an den Endnutzer abgegeben und das ist aus solchen Gründen der schlimmste anzunehmende Fall, den man für seine Datenvisualisierung hat. Weil ja, wir können Nutzer halt nicht davon abhalten, sowas zu bauen. Andersrum, wenn man so Daten hat, also irgendwann hat man das Problem, dass man so viele Daten hat und man weiß nicht mehr, wie man die reduzieren kann. Ja.
Da habe ich jetzt so einen kurzen Ausblick zu. Das Problem, was wir hier irgendwann identifiziert haben, wo wir nach wie vor am Diskutieren sind, ist das, was ich einfach mal die Excel-Metapher nennen möchte. So das gängigste Tool der Datenvisualisierung ist Excel. Wie funktioniert Excel? Du hast ein Spreadsheet mit deinen Daten. Punkt 1 ist erfüllt. Was sind deine Daten? Dann klickst du oben auf das schöne Piktogramm und sagst, ich möchte jetzt visualisieren. Und dann kriegst du einen Dialog mit, möchtest du ein Balkendiagramm, möchtest du ein 3D-Balkendiagramm, möchtest du ein Kuchendiagramm, ein 3D-Kuchendiagramm und so weiter. Das heißt, man fragt den Nutzer, was sind deine Daten und wie willst du die sehen? Und dann sagt der Nutzer, ich habe sehr viele Daten und wie möchte ich die sehen? Wie möchte ich die sehen? Ich will ein Balkendiagramm. Ja. Wir nennen es liebevoll den Rainbow Chart. Wohin man, um auf deine Frage zurückzukommen, eigentlich übergehen müsste, wäre auf der einen Seite so ein bisschen eine Erziehung zur Datenmündigkeit, wie ich es so nennen möchte. Das heißt, wenn man irgendwie das Wissen, wann man welche Visualisierung wählt, wenn man das in der Schule unterrichten würde, sage ich jetzt mal, würde es vielleicht sowas gar nicht geben. Oder, und da sind wir nach wie vor am Diskutieren, man kann halt den Tools, mit denen Leute sich Datenvisualisierung bauen können, eine gewisse Intelligenz geben oder die Frage einfach anders formulieren, dass man halt schon sagt, so, okay, was sind deine Daten? Aber anstatt zu fragen, wie möchtest du die visualisieren, lieber zu fragen, was möchtest du wissen aus deinen Daten? Wenn wir uns das Ganze jetzt hier nochmal angucken, anstatt zu sagen, möchtest du eine Linie, möchtest du einen Balken, möchtest du sonst irgendwas haben, fragen wir, möchtest du die miteinander vergleichen? Willst du einen Trend feststellen, willst du eine Korrelation entdecken? Und dann könnte man vielleicht auch zu solchen, ich sag's jetzt mal, exotischeren Formen der Datenvisualisierung kommen, wie eben so ein Boxplot, wo man sicherlich vielleicht erstmal unterstützen müsste, hier, wie lese ich dieses Diagramm. Was aber einfach die bessere Visualisierung für den Use Case wäre, ich habe irgendwie 6 Datensätze und für die will ich irgendwie wissen, wo war das stärkste Maximum. Da muss ich mir nicht den ganzen Zeitraum angucken und dann irgendwie mit dem Adlerauge versuchen, wo ist der Balken da am höchsten, das irgendwie zu finden, sondern wäre eben so eine Visualisierung, die geeignete, wo oben das, eben das obere Ende mir für diese Variable das Maximum angibt. Ich habe, je nachdem, wie ich es definiere, noch ein Konfidenzintervall hier drin. Ich habe den Median markiert. Klar, man muss einmal wissen, wie man dieses Diagramm liest, aber wenn man es weiß, will man sich sowas nie wieder in einem Rainbow-Chart angucken. Das wäre so ein bisschen mein Traum für die Zukunft. Mit Farben und Schriften kommt man halt nur so weit. So ein Rainbow-Chart wird man nicht verhindern können, es sei denn, man baut eben Limits ein. Aber ja, wir haben auch versucht, ein Limit einzubauen, diese Charting-Library, mit das nach 6 Merkmalen Schluss ist, wenn es kategoriell ist. Ihr glaubt gar nicht, wie schnell wir dann Anfragen hatten, das wieder rauszunehmen. Und, ja. So viel zum ersten Teil des Vortrags.